So, und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Wir sind ja in der letzten Folge in diesem wunderschönen Haus hier angekommen, wo wir uns ja in diesem wunderbaren Buch eingetragen haben und hier die Landschaft uns angeschaut hatten. Hier vorne sehen wir das Buch noch, wo Ellie alles eingetragen hat, dass wir hier waren, nichts passiert ist mit Dina zusammen. Und wir schauen jetzt einfach mal. Ich glaube, wir haben soweit alles hier soweit auch durchgelootet. Wir schauen jetzt einfach mal, wie es jetzt einfach weitergeht. Und lassen uns mal über uns überraschen. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Genau. Siehst trotzdem gut aus. Ja. Ah. Danke. Da flirtet jemand mit uns. Schön. So. Okay, also wir sind jetzt hier einmal gewesen, um... Eigentlich hätte ich wahrscheinlich X drücken sollen. Weil wir jetzt hier wieder rausgehen und dann machen wir wahrscheinlich das Versteck hier wieder zu. Gehe ich jetzt mal von aus, dass das Dina jetzt macht. Sehr gut. Und dann geht's erstmal weiter, wahrscheinlich, mit unseren Pferdchen Richtung, ja, keine Ahnung, wohin. Japan. Okay, sie hat ihr Pferd Japan genannt. Aber warum nicht, ja. So, ich bin mal gespannt, wann wir wieder zu Abby werden. Also wir haben ja einmal Ellie und dann Abby. Und, ich bin mal gespannt, was mit... Abby da noch passiert. Aber an sich sind wir jetzt erstmal hier, reiten hier schön. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem die Landschaft. Hat. Nein, am Alter, nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Also nicht wundern, ab und zu gucken wir mal hier so links und rechts dran vorbei, um zu gucken. Ja. Ich hab heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben was wirst? Was wir so finden? Lass mich raten. Du bringst mich um. Hab ich dir den Witz versaut? Nein. Vielleicht. Leck mich. Sorry. Okay, können wir hier einfach... Kann ich eigentlich absteigen? Nein. Das heißt, ich bin gezwungen, hier einfach dran vorbeizulaufen. Obwohl ich es eigentlich nicht möchte. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Ja. Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Genau deswegen will ich hier rein. Kann Was ich hier rein? Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie Schade. Meist an der äußeren Grenze ab. So, ich wollte nämlich eigentlich gucken, ob ich die Fenster hier kaputt machen kann, um denn von da aus reinzukommen, aber nö. Was machst du heute Abend? Ja, was mache ich heute Abend? Ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Also, man merkt... Wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Kurt ist ein Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Aha. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Action-Filme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Okay, das einzige Haus, was wir uns angucken können, ist dieses hier. Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Zum Schlitten fahren? Genau. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Also man merkt, okay. Bei Curtis und Mann! Bei zwei? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und wir warten jetzt ich ab. Ich glaube, in diesem kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film?
10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Krass. Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt Original Amy wieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Okay, jetzt hoffentlich sind sie mal ruhig, beide. Reden ja immer sehr viel. Ich versuche ja auch immer die Prologe quasi ein bisschen mit einzufangen. Also, wir haben mitbekommen, Dina flirtet hart mit uns. Der Kuss war anscheinend ein bisschen mehr von ihrer Seite aus als von unserer Seite aus. Aber ist ja auch okay. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier Pillen gefunden, wo wir uns unsere Stats mal wieder verbessern könnten. Hätten wir genug Pillen. Pillen sind derzeit 2. Wir können mal ganz kurz hier durch das Menü blättern. Wir können hier Medikit herstellen. Okay. Den restlichen Skillbaum haben wir noch nicht. Okay. Wir können in unser Tagebuch reinschauen und sehen unten die 5 Werkzeug-Sachen, die wir gefunden haben. Womit wir dann später unsere Waffen anscheinend wahrscheinlich wieder verbessern können. Ja, also die Dina möchte gerne heute Abend mit ein paar Leuten raus und ein bisschen rodeln. Und die Ellie guckt mit Joel einfach mal einen Oldschool-Film. So einen richtig schönen alten Klassiker. Und wir haben hier wieder eine wunderbare Notiz. L2 zum Zoomen, Lesen und Weglegen und Wenden. Ah. So, dann fangen wir doch mal an zu lesen. Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus vor den Monstern beschützen. Und er kann mein bester Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. Und wie geht's weiter? So sollte sie aussehen. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Vielen, vielen Dank, Eric. Krass. Krass. Sowas ist der Wunschzettel eines kleinen Kindes. Munition. Munition ist immer awesome. Hier ist... Achso, hier kann ich nur runterfallen. Okay. Gut, damit haben wir das Haus, wenn ich mich nicht ganz täusche, grob durchgelootet. Jetzt ist die Frage, können wir noch in andere Häuser rein? Also da vorne haben wir jetzt zum Beispiel den Wohnwagen. Da ist ja die Tür soweit offen. Ja, da würde ich auch gerne mal ganz kurz reinschauen wollen. Ja, auch wenn Dina mir jetzt hier die ganze Zeit folgt wie, wie sonst was, wie so ein kleiner Hund. Kann ich hier einfach rein? Ah! Okay. Die Wohnwagen sind süß, wie kleine, fahrende Häuser. Ja, das ist der Vorteil eines Wohnwagens. Die Leute sind viel mit sowas verreist. Ja, warum nicht? Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Wir finden hier sehr viel Loot-Zeug. Jeff hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Der Jackson-Typ? Was heißt denn der Jackson-Typ? Michael Jackson? Okay, also wir sind in den Wohnwagen drin gewesen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, in den Wohnwagen reinzukommen. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier jetzt noch in die anderen Häuser rein? Wie zum Beispiel da oben. Das sieht doch sehr verdächtig aus, dass ich hier rauf kann. Ah, guck mal an. Bisschen Jump'n'Run. Finde ich aber auch geil. Schau mal an. Siehst du, die Flinte haben wir, beziehungsweise die Flinte, die haben wir gar nicht rausgeholt. Was ist das denn? Karten?
ich noch nicht. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh ja. Yeah. Okay. Tesseract. Was steht hier auf der Rückseite? Eieieiei. Tesseract. Echter Name? Unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit. Was? Society of Champions. Mal gucken wir nochmal, was jetzt hier so schön hier drin steht. Dieses mysteriöse, transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da. Und niemand weiß, woher oder wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben in vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden, wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseract stammt von der Society of Champions, da das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseract seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral. Sehr schön. Okay, nehmen wir doch mal mit, oder was, oder wie? Das sind anscheinend so Sammelkarten, Sammelobjekte, die Ellie, also bei Last of Us 1, hier sind noch ein paar Pillen, war es ja so, dass Ellie völlig auf diese Comics gestanden hat, ne? Die haben wir auch fleißig gesammelt, zumindest wir als Joel. Und, ja, im zweiten Part scheint sich das Ganze jetzt mit Dina, mit diesen Sammelkarten in Verbindung zu bringen. Was aber völlig in Ordnung ist. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, ob wir hier noch irgendwas Fleißiges, Schönes finden an Stuff. Nee, aber hier geht's auf jeden Fall weiter. Das ist auf jeden Fall ein kleines Dorf. Und da sollte man gar nicht mal... Also wir werden auf jeden Fall sehr viel looten. Und wir werden uns natürlich viel versuchen umzuschauen. Ja, die Pferde gehen ja schon mal so ein bisschen vor. Das finde ich ja eigentlich auch ganz gut, dass die Pferde quasi die Richtung so ein bisschen vorgeben. Das ist die Frage, können wir zum Beispiel hier in solche Schotterdinger rein? Nein. Das Spiel sagt ganz klar, nope. So, können wir denn hier weiter? Kommen wir denn zum Beispiel da oben lang? Ich würde gerne hier so... Also als ob du jetzt da nicht einfach durch die... durch das Gebüsch... Ja, okay, kannst du wirklich nicht. Wunderbar. Ich würde auch gucken, ob man hier solche Sachen zum Beispiel irgendwie zerstören kann. Natürlich jetzt nicht mit dem Messer, klar. Ja. Aber ich würde da gerne mal gegentreten. Na egal. Gehen wir jetzt erstmal wieder auf unser Pferd zurück. Dina auf Japan, ich auf Tokio, keine Ahnung, wie unser Pferd heißt. Und wir gucken mal, wo es eventuell weitergeht. Wir könnten ja hier gucken, kommen wir hier über den Zaun? Das wäre jetzt auch immer interessant. Oder hier rüber. Ha! Also da vorne liegt, ja, ist sehr blutig. Würde ich jetzt fast behaupten, das könnte eine Nummer gefährlich werden. Ruhig, Mädchen. Eieieiei. Das sieht nicht gut aus. Was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen Echtklein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Gewehr ausrüsten. Ja, da machen wir doch mal glatt Gewehr ausrüsten. In das Gewehr passen 3 Schuss. Was drücke R1, um die Waffe zu wechseln? Aha, guck mal, Waffenmodus gibt's auch. So, und jetzt ist natürlich hier die Frage. Die Frage aller Fragen. Wo sind die Eingeborenen?
Ja, da sind welche drin. Ja, wie wohl? Viel wichtiger. Wir kommen. Dina, hier lang. Okay, die eine ist dahinter. Könnten aber auch zwei sein. Was ich mich immer noch frage, ist, sehen die meine Taschenlampe oder sehen sie die nicht? Okay, also. Wir probieren es ja immer noch auf den lautlosen Modus. Die Zombies zu killen. Ja, sie steht jetzt hier einfach ganz chillig, einfach rum oder was? So als ob nichts wäre. Also, wir gucken jetzt nochmal hier. Kann ich hier die Tür öffnen? Ja, verschlossen. Verschlossene Türen können normalerweise von der anderen Seite aus geöffnet werden. Okay, wir probieren mal was aus. Komme ich auf die andere Seite der Tür? Ja, komme ich. Oh, und hier liegen Pillen. Pillen sind immer gut. Weil Pillen erhöhen nachher unsere, unsere Stats, unsere Fähigkeiten. Und, man munkelt, dass man bei dem Spiel quasi den Skillbaum nicht bis zum Ende, also mit einmal durchspielen, nicht bis zum Ende aufleveln kann. Man muss auch ganz genau gucken, okay, was level ich wirklich auf? Da bin ich wirklich noch gespannt. Dass der jetzt so clever ist, wage ich zu bezweifeln. Ja. Alter. Schlage betäubte Gegner, um großen Schaden zuzufügen. Guter Wurf übrigens. Danke. Ja, du hast ja auch nicht sehr viel gemacht. Hinter mir. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Wie wär's mal einfach, keinen neuen Rekord aufzustellen und irgendwie so eine Art Schwanzvergleich zu machen, wie viele von den Viechern man sich jetzt da getötet hat? Ganz ehrlich, muss man sich schon so betteln oder was, ja? In der Zeit hier. Mehr Blut. Wie mehr Blut? Wo? Wo siehst du da mehr Blut? Ach da, scheiße. Eieieiei, okay, dann geht's hier wahrscheinlich weiter vorwärts. Dina, hier lang. Mehr Runner. Runner, okay. Es gibt ja mehrere Arten von Zombies, ne? Das sind wir, glaube ich, beziehungsweise wurde jetzt auch vom Spiel noch gar nicht so erklärt. Es gibt die Runner, es gibt die Klicker. Achso, war zumindest in Part 1 so. Ja, das wäre jetzt geil, wenn wir beide agieren könnten. Indem du die jetzt auch da hinten ausschaltest. Okay. Dina, ich habe nichts gesagt. Nice Aktion. So, gibt's denn hier noch weitere Runner? Also ich höre auf jeden Fall welche. Da drinnen sind zwei. Okay. Okay. Au. Da
Also da ist einer, da hinten ist der zweite. Gut. How does we do this? Ihmchen bewegt sich hier die meiste Zeit. Und Ihmchen hockt da einfach nur blöd rum. Ich sag mal so, ich gehe mal hier wieder nach hinten. Au! Ich finde die immer so schön, wie sie ihre Dinger da rumrödeln. Der hat mich jetzt noch nicht gesehen, oder? Nee. Okay, also er läuft seine Kreise und Ihmchen ist hier ein bisschen anders. Gut. Lassen wir den mal nochmal ganz kurz hier zurückkommen. Und, ach, da hinten ist ja auch noch einer. Ach, du Kackenkörper. In der Hoffnung, dass er uns jetzt nicht hört, der andere. Ah, Dina kümmert sich drum. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Also, die NPCs sind auf jeden Fall um einiges cleverer geworden, was das angeht. Und helfen einem. Finde ich gut. Macht natürlich das Ganze nochmal wieder ein bisschen anders in der Herangehensweise bei dem Spiel. Was ich aber völlig in Ordnung finde. So, wir nehmen uns jetzt mal hier so ein Fläschchen mit. Vorsichtshalber. Zur Verteidigung. So, lass uns mal hier nochmal kurz gucken. Wir gucken währenddessen auch schon mal, während wir hier uns hier so sneaky-meaky-mäßig, ninja-mäßig versuchen hier einzudüddeln. Gucken wir natürlich jetzt schon mal nach ein paar Loot-Sachen. Schlaf. Ruhig, Braun, ruhig. Sehr gut. Also, das dürfte es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Ja. Die wir erledigen konnten. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Ja, beruhigen Sie sich. Es muss irgendwo reingehen. Im Supermarkt. Ich will ja erstmal gucken, ob wir hier irgendwelche Loot-Sachen finden. Aber es sieht erstmal nicht danach aus. Was haben wir denn hier? Ach ne, von da sind wir gekommen. Genau, ich wollte gerade sagen, von da sind wir ja gerade gekommen. Kann ich hier rüber springen? Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht? Okay. Ich wette, ich kann wahrscheinlich hier rüber. Auch nicht. Kann ich hier rüber? Nein, kann ich auch nicht. Schade. Gut, also wir haben hier ein paar Zombies erledigt. Ein paar Runner, um genau zu sein. Ja und ja. Dina ist mal wieder irgendwo. Lass mich raten, hier bei dem LKW? Genau. Weil die möchte ja, dass wir sie hier hochhieven. So, aber die hopp. Sehr nice. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Sehr gut. Im Dach da drüben ist ein Loch. Wo ist denn da ein Loch? Da. Siehst du? Okay. Wo? Mal sehen, wie wir da reinkommen. Ach, da. Ja. Und ja. Also wir müssen wahrscheinlich hier runter, auf den LKW rauf, dann hier hoch und dann sind wir da drinnen. Das ist jetzt so meine Vermutung, wenn wir auf den LKW raufkommen würden. Was macht sie denn? Als ob. Wollte gerade sagen. Wir hätten auch Glück haben können. Ja, gebe ich dir recht. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass man da auch hätte Glück haben können. Ach, pass auf, wir müssen wahrscheinlich hier runter. Drunter. Unterm LKW durch.
Und dann überrascht uns wahrscheinlich ein Runner. Oh, ja. Alles gut? Ja. Nichts passiert. Das? Du bist ja beim Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich war jetzt mal knapp. Ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Arschloch. Anders kann man es nicht sagen. Außer Arschloch. Okay, also wir könnten jetzt wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche, hier hochklettern, da auf den auf die Zugmaschine rauf. Und dann von da aus versuchen rüber zu springen. Hier haben wir noch was. Rüber zu springen auf den anderen. Damit wir dann nachher oben aufs Dach kommen, wo die. Siehst du einen Weg aufs Dach? Ja. Weiß nicht. Also ich sehe sogar schon den Weg aufs Dach. So, pass auf, jetzt musst du hier mit L1 und Jump. Genau. Hier entlang. So. Ist die Frage, könnte ich eigentlich auch hier hoch? Also eigentlich ja, aber das Spiel lässt mir das auf jeden Fall nicht zu. Gut, lass uns doch mal hier reinhüppen. Bin drin. Ja, nice. Dann gucken wir uns doch erstmal hier wieder ein paar Loot-Sachen an, was wir hier so fein finden. Wie zum Beispiel sowas. Hey, ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Ah. Jetzt können wir zum Beispiel Medizin herstellen. Sehr gut. So, Medikit ausrüsten und mich selber erstmal eine Runde heilen. Okay, das funktioniert zumindest schon mal sauber, also ähnlich wie bei The Last of Us Part 2. Kannst du mal aufhören, die Tür jetzt hier zu öffnen? Masken auf. Alles klar. Ich bin doch noch gar nicht fertig mit dem Raum hier. Dina, Alter. Kannst du mal ruhig, weißt du, ganz ruhig. Wir müssen uns auch erstmal hier die Tafel angucken. Ja? Das hat ja, wurde hier nicht umsonst an die Tafel geschrieben. Practice, Hard Work, Focus. Was haben wir hier noch? Crosspath. Aha. Do we need a website update? Wow. Im Regelfall sagt man meistens ja. Aber. Hier haben wir auch nochmal schöne Munition. Hier haben wir nochmal eine andere Karte. Ja, Demographic. Okay, ja. Also ich werde mir jetzt nicht alles hier so weit durchlesen. Die Uhr ist stehen geblieben. Okay, komm. Dann lass uns doch mal gucken, was der neue Raum mit sich bringt. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Ja, nee, ist klar. Wie sieht das denn hier aus? Hallo? Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Hallo? Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Nach älteren Infizierten? Also gibt es eventuell noch eine neue Klasse? Ist jetzt im Supermarkt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Okay. Wir sollten ins Erdgeschoss. Wir gucken jetzt erstmal hier rein. Alter, das sieht alles nicht so schön aus, wa? Also. Was ist das denn hier? Employee of the Month. Of Market the Month. Okay. Also, Angestellter des Monats vom Market. Was. Also, weiß Dina eigentlich, dass wir immun sind? Oder weiß das Dina in dem Fall nicht, weil sie ja immer davon redet, dass sie uns ins Gesicht schießt, also dass sie uns eigentlich nicht ins Gesicht schießen möchte. Würde ja aber auch im Umkehrschluss heißen, dass sie denkt, dass sie sich verwandeln könnte. Obwohl Ellie ja eigentlich immun ist. Ist das eventuell ein kleines Geheimnis, was Ellie bis jetzt der Diener nicht mitgeteilt hat?
Ja. Das werden wir einfach mal in der nächsten Folge erfahren. Wir werden uns auch in der nächsten Folge einfach mal hier den Market angucken. Und ja, war eine sehr schöne Folge heute. Und ich hoffe, ihr hattet heute auch Spaß dabei. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und ich sage bis dann erstmal reinhauen.